So, hallo und willkommen zurück. Ja, jetzt geht's runter zum Planeten Zurax Headquarter. Mehr ist da von dem Ding da nicht übrig geblieben. Sieht aus wie ein Wrack. Wo ist Andi schon wieder weg? Da sehe ich sie. Ups. Da ist die Mücke. Dreht Saltos. Kriege ich sie noch? Nee. Laden, 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 laden. Und jetzt hat er geladen. Boah, dauerte das lang. Map. Zurax. Headquarter. So, ich habe F6. Ist denn das Headquarter hinter mir, wa? Ja, ich flieg schon drauf zu. Nee, fliegst du nicht. Teils hier gerne öffentlich. Zurax Headquarter öffentlich. Nichts kaputt, da hat Ressource gefunden. Promethezium. Ja, und das vom Balkon aus. Ja, Ich hab gute läuft. Augen. Ja. Ach, da unten ist das. Wollte zum oberen. Dann gibt es hier praktisch zwei. Mag sein. An jedem Pol eins. Und ich wollte zum oberen, du bist unten. Das eine hatten wir schon gemacht. Das obere. Wo du bist. Sie habe ich bei meinem Kunden gefunden. Support Support Base. Base. Ha, ist das ein Türmchen. Oh, und das bei dem Nebel, weißt du, so mies, ey. Und die hauen den Schild gut runter. Puh, kannst du nur kurze Angriffe fliegen. Bist du wieder da, Lukas? Ja. Okay, 100. Der Nebel ist so fies. Ich bin froh, wenn wir hier die Mücke machen, ey. Fliegst du weiter? Achso, ja, dann musst du auch was sagen. Schichtwechsel. Achso, hab ich nicht mitbekommen. Gleich wieder da. Jo. Wie ist mit CISO-Raketen? Dann lass mir auch was über. Muss gerade zurück, 26 Schild. 2 Kilometer noch. Oh, die treffen ja immer noch. Nichts kaputt, da hat er entdeckt. Supporter Support Base. Base. Oh, der hat direkt auf mich geschossen.
Okay. Hol hier das Fußvolk weg. Mein Schild ist auf Zero. What the heck? Ja, das ist der einzige Nachteil dann, wenn man alleine fliegt, ne? Dass man das nicht so im Blick hat. Ich habe nur gegen Tyrax und Roboter geschossen. Da habe ich mir gar nichts bei gedacht und auch nicht drauf geachtet, weil ich dachte, die können nicht genug Damage machen. Ja, Pustekuchen. Bei der Basis habe ich drauf geachtet, aber doch nicht hier bei so Fußvolk. Oh, Fußvolk ist weg, zumindest sind das große Rudel. Oh, was schießt hier? Ich höre wieder was. Ja, ich auch. Aber bei dem Nebel siehst du einfach nichts. Dreierrudel. Mann. Du siehst gar nichts, kannst knicken, ey. Ja, vor allen Dingen, wenn du gegen die Sonne auch noch. Oh, was habe ich denn jetzt gedrückt hier? Ja, vor allen Dingen, wenn du gegen die Sonne bist, dann sieht man gar nichts in dem Nebel. Ja. Okay, scheint jetzt endlich Ruhe zu sein. Hast du einen Eingang gefunden? Hier ist ein Landing Pad rechts neben uns. Da müsste bestimmt irgendwo ein Eingang sein. Sonst können wir auch eben die Scheibe wegnehmen, dann hüpfen wir da rein. Geht auch. Wir müssen ja irgendwie da reinkommen, die Shorshis. Ja, aber ich glaube, du hast recht, durch die Landing Pads sind Türen, ja. Ah, das sind auch Hobbys. Oh ja. Nicht verstecken. Ja, da kommen sie hoch. Okay. Und jeder ein Pad und fertig. Jetzt lasse ich an. Schubdüsen. Hör da. Baby. Genau richtig. Okay. Hobby leeren. Wir haben viele Löcher reingeschossen. Okay, Türen gehen auf und dann kommt ein Aufzug. Ah, sollte ich vielleicht dort oben auch landen? Ja, ja, besser ist das. Lass uns nochmal hochfliegen an die. Wieder einsteigen. Oh. Immer auf die Nudel. Genau, jetzt nur noch drehen rückwärts. Von dir gesehen war es nach rechts. Und dann hast du eine groß genug Landefläche. Rechts. Rechts von dir gesehen.
Rechts. Was willst du denn? Ich sehe doch hier eine Landefläche. Das ist nicht lang genug. Hier ist lang genug, wo ich stehe. Deswegen sollst du ja nach rechts. Genau. Da ist nämlich ein Balken im Weg. Ein Stück höher? Jo. Ein Stück höher. Und jetzt kannst du zurück. Bisschen mehr rechts. Okay. Ja. Reicht. Hier kannst du weit genug zurück. Deswegen. Der andere ist ein Balken im Weg. Das siehst du gleich selber, wenn du da bist. Siehst du das? Hier ist Landefläche, ja. Da nicht. Ja, sonst hätte man auch noch einen höher. Ach Gott, ich glaube, das Ding kennen wir ziemlich gut. Ja, ich sehe schon den Kern. Ja? Ja. Dahinter ist ein Zirx, hinter der Box. Soll ich ihn? Ja. Ja. Na toll. War jetzt sehr aufwendig. Treibstoff ist leer. Ups. Ich hier durch. Mega Freeze. Taschen voll. Oh. Aua. Vorsicht, Vorsicht. Hier soll es noch Boxen geben. Ja, Geschütze aus dem Boden gekommen. Noch runter? Ne. Ich wollte doch nur mit dem Fahrstuhl. Jetzt nehmen wir das andere noch. Nehmen wir das andere noch auseinander. Andere Headquarter. Macht dann aus 10-20%. Aha, hier gibt es noch einen Aufzug. Interessant. Hoch? Ja. Nein! Das sah gut aus. Ja, lustig. Ich jetzt hier quer durch. Jupp. Na, wer rüttelt hier an meinem Türmchen? Tü 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 lü tü. Rüttelrü tü tü. Rüttelrü. Nö, hier ist nichts. Hier nichts mehr. Ich will nur noch wissen, wo die Schiffchen stehen. Eine blaue Türe. Hier stehen die Schiffchen. Oh, Loch. Mit dem Springgesicht. Ja, du trägst schwere Rüstung, wir sind wieder auf dem Planeten. Er hat erhöhte Schwerkraft. Wow. Turbo Speed. Also, sieh mal die Fallen. Ja. Yeah.
Ich mag dieses Geräusch einfach viel zu gerne. F, ja? Nein, nicht das F-Geräusch, das Einkrachen, Einstürzen mit Zeug. Also. Tja, das war's. So viel zum Headquarter. So viel zum Headquarter. Da noch. Uli. Eins. Nee, Medi. Hab's. Wow. Jetzt die Kisten räumst du aber wieder ein. Na geht ja, kannst ja in den Sitz steigen, auch durch die Ferne. Halt. Schließt du? Ja. Dann fliegst du zum nächsten Headquarter. Okay. Weiß. Lass uns rein. Okay, haben unterwegs den Inferno-Club gefunden. Ich weiß schon, wie ich das Ding gleich abbaue. Ich auch. Da ganz unten ist so ein komischer Fuß. Ach, das ist Wasser. Ah, das ist eine fliegende Struktur. Ach so. Kriegst du nicht eingestürzt. Ah, schade. Ja. Da gibt's Landing Pads. Kein Gegenschub, okay. Oh, hier ist auch ein Eingang. Ja, da von der Polis. Jupp, die mögen uns eh nicht, also was soll's. Ich glaub, da kommst du nie rein, musst du umparken müssen. Der kann doch neben mir parken. Na, wollte sich da reinspungeln. So geht auch so. Ja. War so eine Idee, aber ich hatte, ja. Wir nehmen ja auf, dann sag ich's nicht. Oh, hier steht eine Wache. Aber es ist nur eine Deko-Wache, die schießt nicht. Okay, die können wir also stehen lassen. Da haben wir dann 9 freiwillige Mitarbeiter. Ja, ran. Und jetzt runter. Ausrichten und runter. Kannst noch 5 Meter zurück. Jo, das ist super. Ja, passt. Hallo. Ja, rosa Eingang verrät alles. Ja, die Pullis sind halt, ja. Frachtboxen. Zart beseitigt. Boah, guck mal, voll die Disco hier. Jetzt kommen die Headbanger. Tanzen da auch mit? Hier sind alles Parkplätze. Wir müssen noch tiefer. Irgendjemand hat was erzählt gerade. Ja, ja, das sind Händler. Fahrstuhl. Gehen wir zurück zum Fahrstuhl? Hier ist doch einer. Das sind die Händler, die man immer so hört. Ich höre Musik. Was? Du hörst Musik? Ja. Wo ist denn Lukas? Wo ist denn dein Mitfahrer? Ich hab euch verloren. Wo ist denn hier lang?
Ja, irgendwie muss man da in das Mittlere. Ah, da ist Ach, er. Hier bist du. An mir vorbeigerauscht. Ah, ich bin jetzt nochmal ganz oben. Anzuschießen. Das ist ja richtig Party. Mhm. Ah, Treppe nach oben. Ah, rosa Beleuchtung. Warum tötest du Zivilisten? Okay, der hätte geschossen. Der hat eine Waffe. Ja. Hier gibt's Kühlschränke zur freien Verfügung. Und da ist Party, habe ich gerade gesehen, um die Ecke. Yo, Mann, voll die Dancies! Ich habe auch eine Lasershow. Das sind Zivilisten, die können wir alle einstecken. Bis auf die schießen. Hier tanzen sogar Roboter, wie geil ist das denn? Nicht auf die Tänzer. Appenschützen. Wow, wo kam der denn jetzt her? Da ist er. Down. Geh mal hier durch die Tür. Das sind die neue Security. Ah, guck mal hier, Dancing Alien. Jetzt wieder raus. Guck mal, Dancing Alien. Ja, Table Dancer. Der ist geil. Der rastet voll aus. Wer weiß, was der sich eingepfiffen hat. DJ. Viele bunte Smarties. Aha. Hier ist kein Kern. Gehen wir mal da hoch. Das steigert aber die Chance, dass man einen Block bekommt, wo man dann auch die Tänzer. Ach ja, Männlein, Weiblein, ich sehe es. Dass man auch mal so einen Tänzerblock bekommt, weißt du, wenn so viele da sind. Gibt's hier was zu saufen? Hier gibt's jede Menge Essen, allen Schnickschnack. Sure. Ich denke mal im Innenbereich, da wo wir waren, wo alles ist, da könnte der Kern sein. Ich geh mal wieder raus und fahr auf die Parkplätze. Hier tanzt sogar draußen einer rum. Ja, cool. Der hat echt ein cooles Plätzchen sich ausgesucht. Der moved, ey. Ja, der war auch lustig gerade, hast du gesehen. hier ist noch... Oh, jetzt bin ich durch ein Loch durchgefallen. Oh. Ich bin so unten? Er ist im Wasser. Ich bin schwimmen gegangen. Ich such mal unser Schiffchen und hol dich. Wo hast du geparkt? Warum sink ich die ganze Zeit im Wasser? Wasser, weil du eine Waffe in der Hand hast. Ah, das sind Schwebepept. Alles klar. Ich flieg mit der Drohne außen alles ab. Aber es sieht nicht so aus, als ob ich einen Kern finde. Falls das Ding überhaupt einen besitzt. Ich habe leider meine Schwimmflügel nicht dabei gehabt. Guck mal unten drunter. Tu ich doch gerade. Da wo die runden Kügelchen sind? Ja, bin ich gerade mit der Drohne durch. Ach, unser Schiffchen gefunden. Lass mich rein da. Oh, was ein Disco-Room. Elions Inferno. Ah, cool. Steht oben ein Name drup. Ja, vielleicht. Naja, ich meine, du kannst die Wachen erschießen. Lukas, wo bist du? Links von dir. Stopp! Oh, zu weit. Wieder ein bisschen rechts. Stopp! Ja, genau. Jetzt guckst du fast auf mich. Mach ein bisschen vor. Ah, ich sehe dich. Gut, stopp. Oh. Da unten ist nur das Schwebepad. Da kann kein Kern drin sein. Ne, da muss der doch in der Disco-Abteilung sein. Sitzt er? Ich sitze. Super. Oh, sehr schön. Außen kannst du ja alles du so hast mir das Leben. Du hast mir das Leben gerettet, Andi. Ach Quatsch. Ah, ich glaube, ich weiß, wo der Kern ist. Gibt noch einen VIP-Eingang. Obendrauf? Yep. Lande mal nicht da, wo jetzt, sondern obendrauf. Oben gibt's noch eine schwarze Türe. Genau, noch ein bisschen zurück. Ein bisschen, ja, noch ein bisschen. Und runter. Oh, und hier wird auch direkt geschossen. Nein, ich werde da unten beschossen. Was?
Wer schießt denn hier auf mich? Perfekt. Jetzt ist unser Schiffchen auch total beleuchtet. Ja, sollte mal jetzt. Ah ja, ich... Nee, doch nicht. Das DJ. Da ist der VIP-Abteilung. Kann ich da hochjetten? Warum konntest du die... Ah. Okay, ich hab's geschafft. Hier nicht, ne? Restroom und Management. Man kommt auch von der Innen da rein. Oh, mach doch einfach mal auf. Hier ist nur Generator. Hallo. Was das schon? Was denn bei Hund? Ey. Musst du mal. Ah, sehr gut. Ja, Restrooms waren das. Es muss noch zum Management gehen. Restroom und... Ja, wir waren gerade. Management war... Da, hier? Auch. Hier? Wo die Konstruktoren und alles stehen? Wo ist denn hier? Geh mal wieder da, durch die Tür raus. Schöpfchen steht. Hier ist Management. Und ich hab den Kern. Wo? Ich warte auf euch. Na, die Tür, die von zwei Wachen beschützt ist. Wieder raus, wo ihr reingekommen seid. Hier, hallo. Warte ja, auf Lukas. Sind eben drinnen gewesen. Ja, da ist der Kern. Wo? Da hier, hinter dem Sauerstoff. Da hat er eben nachgeguckt. Guck doch rein. Oh ja, stimmt. Achtung. Den erkennst du unser gar nicht. Okay, ist eine Admin-Structure. Echt jetzt? Anscheinend, der Kern lässt sich nicht sprengen. Guck mal, ob wir den... Nee, kriegst nichts kaputt, das ist eine Admin-Structure. War der ganze Stress umsonst. Ich meine, klar, das Ding heißt ja auch Aliens Inferno Club. Will aber. Ja. Kern Polaris-Fraktion steht da. Na, siehste. Aber ich kriege auch keinen Schaden an den Sauerstoff. Ne, null Schaden. Da, um das eins für alle mal zu klären, gucken wir mal rein. Dann weiß das auch jeder. Inferno Club ist Poli-Fraktion. Ne, ist nicht Admin. Sehr komisch. Ne, ne, geht nicht. Nee, die kannst du nicht zerstören. Warum auch immer. Kann ja hier noch. Der Generator ist auch mit einem C4 normal weg. Das ist also nur eine Lootquelle. Nichts. Nee, ist nicht zerstörbar. Das heißt, du kannst dir hier nur ein bisschen was zu futtern holen. Richtig. Na toll. Wenn man bei der Polaris nicht verhasst wäre. Na gut, dann sage ich an der Stelle danke fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.